Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Hier die nächste Folge. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir mussten irgendwie ein anderes Gedicht holen, dass der Seagull nah frisst. Klopf, klopf. Vielleicht hat er noch was für uns. Du schon der Herr wieder? Dichter. Okay. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. Doch. In jedem steckt ein Poet. Nein. Versuch's mal. In Rufus steckt nur ein Po. Huh. Ich kann das nicht. Und ich sage, du kannst. Ja, aber auf dich hört niemand. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ja, bitte. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Ja. Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Ja, das... Ich brauche... Brauchst du in je... Nee, okay, das geht nicht. Ja, dann... Mach's gut. Genau. Schauen wir mal, was wir sonst machen können. Ich versuche jetzt mal da in... Im Hafen. Nee, nicht im Hafen. Da in dieses... In kleinen Venedig, heißt das so, da in dieses Boot reinzukommen, nachdem wir jetzt diese Brille haben, könnte man doch damit, wieso drücke ich ihn immer auf Escape? Das ist unglaublich. Da, klein Venedig. Die Brille könnten wir doch jetzt da diesem komischen Ding aufsetzen, hier, weil der uns, damit der uns nicht mehr entdeckt, das Periskop, wa? Und dann, dann müssen wir mal gucken. Aber da ist nur eine... Ein Glas drin. Vielleicht bräuchten wir noch mal ein zweites. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Er scheint schon zu funktionieren. Okay, cool. Dann brauchen wir nur ein Glas dafür. Cool. Oh, pink. Sehr pink. Ah, was ist das? Oh, ein Funkraum. Nice. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo, Wink, bitte kommen. Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Goals Verlobter, ja. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Genau. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollen. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Ja. Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Oh. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco.
Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Alles klar. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Ja. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Ja, eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Oh. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Tja, ist ja hochinteressant. Verdammt! Was wir da so von Cletus erfahren haben. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Ja. Aber wenn er sie ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, oh Gott. Glück im Unglück. Ja, naja. Eher nur Unglück im Unglück, Rufus, mein Freund. Mächtig viel Unglück. Moment mal. Unglück. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Oh. Wir müssen draußen bleiben. Hunde. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen der arme ist. Normalerweise Welpe. Ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Hm. Moment mal. Aber verflucht. Aber ich bin doch Mitglied. Ach, oder nicht? Moment. Da muss ich vielleicht nur mit dem Typen da in der Ding reden. In der Bar. Ne? Aber wieso gehe ich denn immer solche dummen Umwege? Was ist jetzt eigentlich da mit Bonzo? Bonzo. Ich bin Bonzo, der Kapitän. Nein, nein, nicht da rein. Hier rein, da. In den Hafen. Oh, wo geht der jetzt hin? In den Hafen, sehr gut. Also ab in die Spelunke. Hier, mit ihm muss ich reden. Mit Garlef. Oh ja. Darf ich nochmal stören? Ja. Willst du es nicht ohnehin machen? Richtig. Stimmt. Warum sitzt du hier? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnee. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet... Weil sie hier... Das macht okay, das kennen wir schon. Achso, wir spielen mal. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Ja. Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Oh, what the fuck? Ich geh da mal wieder. Mach das. Okay. Wir können es ja noch bei Goal mit Poesie probieren. Vielleicht. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Oder nochmal mit Not. Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens.
Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Ich will auch mit Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Der andere ist ja der Widerstand. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Das ist gut, ja. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Boah, alles Mögliche. Ich bin unglaublich lässig. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Was? Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Ja, was denn? Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei... versuch nicht, mich aufzuhalten. Okay. Ich muss... Also... Ich Katze bin der unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Ist die Donner nicht die von Boso? Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwirrt. Okay. Gut, gut. Ich werde schon... Schauen wir mal. Die Donner. Ob ich, ist das die? Ich komme auf... Was auch immer. Oder ist das die nicht? Ich glaube, das ist die, oder? Donner? Wer könnte sonst Donner sein? Doc, Donner, Doc. Donner, Donner, Donner. Wer ist die Donner? Ich habe keine Ahnung. Wer ist denn die Donner? Wer ist denn Donner? Wir gucken jetzt erst nochmal, was mit Boso ist. Oder wir sollen erst dem Widerstand beitreten? Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt. Ja, jetzt, wenn ich jetzt aber mal... Wir haben doch sonst... Da können wir doch nichts mehr machen. Da ist der Doc. Mit dem Doc, da brauchen wir auch nichts mehr. Da geht auch nichts mehr. Am Marktplatz gibt es auch nichts mehr. Das haben wir schon gemacht. Da haben wir die dunkle Gasse. Da könnten wir noch... Rufus, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Hä? Das hat sonst nie gesagt. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst noch... Warte mal. Das sind Dias. Kann ich dir irgendwie wie Rufus Dad irgendwie so... Ich geh dem jetzt mal voll auf den Sack. Das ist nicht... Verdammt!
Kommt nicht irgendwann raus? Da ist es nicht. Verdammt. Anscheinend nicht. Ich mach's noch zweimal. Da ist es nicht. Verdammt. Da ist es nicht. Okay, es bringt wohl nichts. Verdammt. Ich muss noch einmal. Da ist es. Nein, okay, das bringt verdammt. Nichts. Aber da geht's wahrscheinlich zum Widerstand.